Mit Tourismus ist es leicht, coole Plätze in deiner Stadt zu finden oder dir neue Ideen für den Urlaub zu holen. Wenn du schon weißt, wonach du suchst, nutzt du am besten dieses Suchformular auf der Startseite. Ich tippe jetzt mal kurz den Begriff zur Suche nach Wanderungen ein. Und wie zu erwarten ist, finde ich relativ viele Einträge, sodass ich hier auf die Kartenansicht umschalte kurz, um mich besser zu orientieren. Es werden relativ viele Wanderungen hier im Alpenraum gefunden und hier im Bayerischen Wald. Wenn ich jetzt, ich könnte jetzt natürlich hier über das Suchformular auch noch Wanderungen in Tirol oder in der Steiermark suchen. Ich möchte euch allerdings ein anderes Feature zeigen, nämlich die Suche nach Einträgen in meiner Nähe und suche jetzt hier nach Wanderungen in meiner direkten Nähe. Momentan finde ich mich gerade in Passau. Das funktioniert auch ganz ausgezeichnet. Es wird hier in einem roten pulsierenden Kreis angezeigt, wo ich mich gerade befinde. Und es werden die Einträge angezeigt, die zu meiner Auswahl passen. Jetzt könnte ich hier auch mal kurz die Auswahl ändern und nicht nach Wanderungen, sondern nach Bademöglichkeiten suchen. Und wir sehen auch sofort, es werden mir die Bademöglichkeiten in meiner Umgebung angezeigt. Ich gehe jetzt hier wieder kurz zurück und schaue mir jetzt die Wanderung am Großen Rachel im Bayerischen Wald an. Diese Wanderung führt uns auf knapp 1500 Meter Höhe. Wenn ich hier zur Wanderung wechsle, sehen wir hier im oberen Bereich, haben wir die GPS-Daten zur Verfügung. Wir sehen hier das Höhenprofil, können uns GPX oder KML-Daten downloaden und wir merken hier rechts, ich habe diese Wanderung bereits zu meinen Favoriten hinzugefügt, deswegen ist es auch schon orange eingefärbt. Ich habe die Wanderung auch schon bewertet und ich ändere jetzt hier mal meine Bewertung von bisher 4,5 Sterne auf jetzt 4 Sterne. Genau, wenn ihr auf dieses Herz hier klickt, könnt ihr einen Eintrag zu euren Favoriten hinzufügen oder hier über die Sterne könnt ihr den Eintrag bewerten.